Haptoe. Die Haptoe Virtual Reality Handschuhe wurden als Ergänzung zu Virtual Reality Brillen entwickelt. Ihr könnt sie benutzen, um die Form, Dichte und Distanz eines Objektes im virtuellen Raum zu fühlen. Das ist durch die 20 speziellen Buttons in der Handfläche möglich, die auf das reagieren, was im Spiel passiert. Mit seinen 4 Buttons unter den Fingern macht der Handschuh nicht nur anfassen, sondern auch halten, greifen und schießen möglich. Das Gerät arbeitet bis zu 2 Stunden ohne Aufladung und kann von allen Benutzern verwendet werden, egal wie groß ihre Hände sind. Der Mindestpreis für das Gadget ist $150. Electric Mud. Der elektrische Scooter wiegt nur 10 Kilogramm, kann bis zu 26 km/h erreichen und mit einer Aufladung bis zu 19 Kilometer zurücklegen. Geschwindigkeit und Akkustand können in einem speziellen Display im Griff geprüft werden. Der Scooter kann problemlos gefaltet und transportiert werden. Er hat Griffe und ein minimales Gewicht. Der Electric Mud passt einfach in den Kofferraum jedes Fahrzeugs und wird über eine Steckdose geladen, womit er das perfekte Transportmittel für die Stadt ist. Er hat außerdem kleine Scheinwerfer, die selbst über Nacht eine sichere Fahrt garantieren. Im Internet kostet das Fahrzeug $3000. The Bodyguard. Diese Erfindung sieht wie ein Batman-Gerät aus und ist heute nicht nur für Polizisten in Los Angeles, sondern auch für diejenigen erhältlich, die es als Selbstverteidigungssystem nutzen wollen. Der Handschuh ist ein Telefon, um Rettungsservices anzurufen, und gleichzeitig eine Kamera, ein GPS-Navigationssystem, ein Laser, ein LED-Licht und eine Elektroschockwaffe. Das Gerät schützt außerdem die Handflächen des Benutzers mit einem ultraresistenten Plastikschild, das selbst einem Messerangriff standhalten kann. Dazu kommt, dass der Handschuh die Herzfrequenz aufzeichnet, um euch zu warnen, falls etwas nicht stimmt. The Jal. Diese einzigartige, beheizte, intelligente Tasse kann die ausgewählte Temperatur für euer Getränk den ganzen Tag erhalten. Der Benutzer wählt die ideale Temperatur, indem die Basis der Tasse auf die angegebene Weise rotiert wird. Ein spezielles, über USB mit dem Computer verbundenes Dock hält die korrekte Temperatur über lange Zeit. Die Basis hat außerdem ein informatives Lichtsystem. Orange bedeutet, dass das Getränk zu heiß ist und blau zeigt, dass es zu kalt ist. Jal ist 17 cm hoch und 8 cm breit und hat eine Kapazität von 350 ml. Der Mindestpreis für die moderne Thermotasse ist $45. Fitbow. Diese Lunchbox wurde so entwickelt, dass sich die Lebensmittel darin nicht vermischen, selbst wenn man sie aufrecht in den Rucksack steckt. Die individuellen Fächer sorgen dafür, dass die Lebensmittel getrennt bleiben und die einzelnen Deckel ermöglichen euch beim Essen Pausen zu machen. Der Aufbau der Lunchbox sorgt für eine ausgeglichene Nahrungsmittelaufnahme und jedes der Fächer ist einfach zu reinigen. Die Box ist in Schwarz und Weiß erhältlich und kann für $45 reserviert werden.
IoT. Mit dem Gerät, das von italienischen Wissenschaftlern entwickelt wurde, kann das Lichtsystem in eurem Zuhause oder eurer Wohnung über Android oder iOS per Fernsteuerung mit eurem Smartphone kontrolliert werden. Dank der speziellen Konfiguration können die Energieausgaben gesenkt werden, indem ein Nutzungsplan erstellt wird, der die Vorteile des Sonnenzyklus und die Wetterveränderungen ausnutzt. Er hat außerdem einen Wartemodus für die Ferien. Darüber hinaus hat IoT ein integriertes GPS-System, das, wenn ihr nach Hause kommt, die Lichter anschaltet. Auf diese Weise müsst ihr nicht erst im Dunkeln nach den Lichtschaltern suchen. Das Gerät ist in 7 Farben erhältlich und kostet $55. B2. Trotz der geringen Größe von 80 mm in voll geöffnetem und 48 mm im geschlossenen Zustand kann das 28 Gramm Klappmesser Holz und sogar Leder schneiden. Ihr könnt es aber auch als Schraubenzieher, Feuerstein oder Teppichmesser benutzen. Das Messer besteht aus ultraresistentem Edelstahl und passt problemlos in eure Tasche. Der Mindestpreis für das Messer ist $25. Jupiter Bike. Dieses Elektrofahrrad besticht mit seinem leichten Gewicht von nur 9 Kilogramm. Es kann in nur wenigen Sekunden zusammen und auseinandergebaut werden und passt in den Kofferraum jedes Fahrzeugs, in den Schrank oder sogar in einen Rucksack. Das Fahrrad kann in 2 Stunden aufgeladen werden und mit einer Aufladung bis zu 24 Kilometer weit fahren. Es kann außerdem eine Geschwindigkeit von 20 bis 32 km/h erreichen und ist perfekt geeignet, um durch die Stadt zu fahren und dabei gleichzeitig sicher zu sein. Das Produkt ist in unterschiedlichen Farben erhältlich und wird $700 kosten. Slick Stabilizer. Dieser GoPro-Kamerastabilisator lässt euch plötzliche Bewegungen bei Aufnahmen in der Luft, unter Wasser und an Land stabilisieren. Dank der 3 Motoren kann sich das Gerät automatisch an Umgebungskonditionen anpassen und stabilisiert das Bild ab dem Moment, in dem die Kamera eingeschaltet wird. Das Gewicht des Stabilisators beträgt 280 Gramm, es ist wasser- und schneeresistent, funktioniert mit einer Aufladung bis zu 2 Stunden und ist mit allen GoPro-Kameras kompatibel. Das Gerät kostet $300.